Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und ich war irgendwie schon eine ganze Weile nicht mehr in der Drogerie shoppen. Dabei gibt es da so ein paar Neuheiten, die ich jetzt auch gerne mal testen wollte. Ein paar Dinge habe ich mir einfach nachkaufen wollen oder es sind Dinge, wo ich mich habe inspirieren lassen von lieben YouTube-Kolleginnen, die ich jetzt auch einfach mal gekauft habe, um sie zu testen. Und damit wünsche ich euch schon ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich war sowohl bei DM als auch beim Rossmann einkaufen und ich starte jetzt einfach mal mit den Produkten von DM. Da habe ich nämlich auch ein paar Food-Produkte gekauft, die ich gerne mal probieren möchte. Und zwar hauptsächlich oder eigentlich nur von der Marke DM Bio. Und da starte ich jetzt einmal hier mit diesem Dinkelzwieback. Zwei frische Packs sind da drin und ohne Zuckerzusatz und ich mag Zwieback sehr und ich mag auch den Geschmack von Dinkelmehl und bin da jetzt sehr gespannt drauf, wie die hier schmecken werden. Wir geben sowas auch gerne mal unseren Sohn als zusätzlichen Snack mit in die Schule oder ich nehme mir auch sowas gerne mal mit auf die Arbeit und deswegen durften die einmal mit. Ebenfalls mit Dinkel gemacht sind diese Frischeiwaffeln hier von DM Bio. Die liebe ich sehr, die schmecken hervorragend. Ich esse sie am liebsten pur. Manchmal haue ich sie mir aber auch in den Toaster und haue mir dann etwas Apfelmus drüber. Sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich noch etwas gekauft, was ich noch nicht kenne, wo ich mich aber von der lieben Nicole vom Kanal Chiquitas Place habe anstecken lassen. Sie hat nämlich neulich dieses Müsli hier in die Kamera gehalten. Apfel Zimt Crunchy von Hand gebacken und sie sagte, das schmeckt so lecker, das DM Bio Müsli und das möchte ich jetzt auch gerne mal ausprobieren. Ich liebe solche Knusper-Müslis. Manchmal haue ich mir da auch nur ein bisschen was in den Joghurt mit rein, also das wird getestet. Ein bisschen was zum Snacken und Naschen durfte auch mit und mein Mann liebt Reiswaffeln und für ihn habe ich einmal die hier gekauft, auch von DM Bio, die Reiswaffeln gesalzen und die knabbert er einfach so zwischendurch mal weg. Ich mag hingegen sehr gerne Bananenchips und deswegen habe ich mir die hier einmal geholt. Auch da nehme ich mir gerne ab und an mal was mit auf die Arbeit zum zwischendurch snacken. Darauf stehe ich total. Ich liebe die, ich mochte die schon in meiner Kindheit. Und dann wisst ihr, dass ich die Beauty Sweetie Schmetterlinge sehr, sehr gerne esse, aber die hatten sie diesmal nicht. Dafür hatten sie Häschen und Ostern kommt bald und jetzt werde ich die einfach mal testen. Das sind zuckerfreie Häschen aus Fruchtgummi und fruchtigem Schaum mit Coenzym Q10, Aloe Vera und Biotin. Und Süßungsmitteln, die sollen also auch noch von innen heraus schön machen. Ob das so wirklich funktioniert, ist natürlich dahingestellt, aber schmecken tun sie bestimmt. Beim Vorbeigehen hat mich einmal diese Flasche hier sehr angesprochen. Das ist von der Marke Fit und dieses Spülmittel hier kenne ich noch nicht. Das ist mit Hibiskus und roter Pfeffer. Dieses Spülmittel ist auf Basis nachwachsender Rohstoffe und frei von Mikroplastik. Und die Flasche selbst ist auch zu 100% aus Altplastik hergestellt. Das finde ich sehr schön und das möchte ich gerne unterstützen. Hier ist noch ein Hinweis drauf, dass man dieses Etikett unbedingt ablösen soll, bevor man das dann wieder zum Recyclingmüll gibt. 5 Milliliter soll man auf 5 Liter Wasser machen. Ja, wird ausprobiert. Und ich möchte da jetzt gerne mal dran schnuppern. Die hatten da noch andere Sorten. Aber das riecht gut. Das hat wirklich so was Blumiges vom Duft her. Ich hoffe, mein Mann kommt damit auch klar, denn das ist unser Mann im Haus, der für den Abwasch zuständig ist. Ansonsten werde ich da einfach auch nochmal die anderen Sorten testen, ob er die dann vielleicht vom Duft mehr mag als wie das hier. Aber das hat mich jetzt persönlich so angesprochen. Mal gucken, was er dazu sagt. Nachgekauft habe ich mir diese beiden hier. Das sind Aromaölflakons von Airwick für den Aromaöldiffuser. Da habe ich zwei Stück in meinem Badezimmer stehen. Die kann man mit einem Timer einstellen, dass die dann immer für 8 Stunden alle paar Sekunden einen Duft in den Raum abgeben. Ich habe jetzt hier gekauft einmal belebende Zitrone. Das mache ich dann in den Reihen, der morgens immer angeht. Und einmal beruhigende Rose. Das werde ich dann in den einfüllen, der dann am Nachmittag, Abend immer läuft. Und dann habe ich so für unterschiedliche Stimmungen am Tag den perfekten Duft, glaube ich. Also die beiden kenne ich auch schon, die riechen wirklich gut.
Dann habe ich mir noch einen Duft von Profissimo geholt, und zwar diesen hier. Naturreine ätherische Öle Zen Garden für Wellness und Raumbeduftung. Und das ist halt so ein kleines Flakon mit 10 Milliliter. Das kann man sich zum Beispiel auf einen Duftstein tropfen oder auch in so einen Aufsteller, wo man oben Wasser macht, ein paar Tropfen Öl rein und unten stellt man eine Kerze rein, damit der Duft in den Raum abgegeben wird. Ja, hier ist eine Grapefruit und eine Zitrone mit abgebildet. Ich gehe also davon aus, dass es etwas zitrisch riechen wird und das werde ich einfach mal testen. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Dann brauchte ich unbedingt auch wieder Wattestäbchen und dann habe ich im Regal diese hübsche Schachtel stehen sehen. Da gibt es auch noch ganz viele andere verschiedene Designs. Das ist eine Pappschachtel und ja, sie ist 100% frei von Kunststoffen, also auch die Wattestäbchen da drin, selbst natürlich auch. Ist ja natürlich auch mittlerweile Vorschrift in Deutschland, was ich auch sehr gut finde und begrüße. Die hier sind von Ebelin, preislich waren sie okay und ich denke aber, dass ich die Schachtel dann weiterverwenden werde und mir nur noch die Nachfüllpacks holen werde von Ebelin. Aber die fand ich echt hübsch, die wollte ich mir gerne ins Badezimmer stellen. An Taschentüchern brauchten wir auch Nachschub und ich finde ja die Designs von Soft und Sicher wunderschön. Ne? Diese Schachteln, die sehen einfach toll aus, die kann man sich so richtig schön ins Zimmer stellen. Und da habe ich mir zwei gekauft, denn ein Design kannte ich so noch gar nicht. Und zwar dieses hier, das sieht doch sehr frühlingshaft und hübsch aus. Und ich brauchte sowieso zwei Packungen, also habe ich mir gleich zwei davon mitgenommen. Bei Kosmetiktüchern brauchte ich auch Nachschub und da habe ich mir wieder von Eberlin was nachgekauft. Da sind jeweils 60 Kosmetiktücher drin, dreilagig und die sind recycelt. Auch die Verpackung hier ist aus recyceltem Material hergestellt, also aus recycelter Pappe. Aber es sieht dennoch wirklich sehr schön aus und ich liebe auch hier die Designs sehr. Sie passen von der Größe perfekt in meinen Badezimmerschrank. Da sind die länglichen Formen, hallo Kater, bei mir immer ein bisschen knapp, dass sie da reinpassen in den Badezimmerschrank, aber diese eckige, quadratische Form, die ist super. Und ja, ich finde auch, dass diese Kosmetiktücher super sind. Ich merke da kaum einen Unterschied zu denen, die nicht recycelt sind. Dann habe ich mir noch eine Packung hiervon gekauft, Balea Softe Reinigungstücher für jeden Hauttypen. Die nutze ich grundsätzlich nicht zum Abschminken, aber um Swatches damit zu entfernen, dafür sind die perfekt. Also die nutze ich wirklich nur, wenn ich Videos drehe und da irgendwie was von Handrücken oder so abmachen muss. Ich mag hier den Duft sehr und deswegen habe ich sie mir einmal gekauft. Und dann habe ich mir auch das noch gekauft in einer limitierten Duftedition und ich liebe einfach Wassermelone. Die sind von Denkt mit, feuchte Allzwecktücher und nein, ich putze damit nicht grundsätzlich meine Wohnung. Ich wurde da mal in einem Kommentar angemahnt. Ich glaube, ich kaufe mir alle halbe Jahre mal hier so eine Packung und die sind wirklich nur so für Notfälle oder für die Toilette oder sowas. Also keine Sorge, ich weiß, dass das nicht wirklich umweltbewusst ist, aber ich habe trotzdem immer eine Packung zu Hause, einfach für Notfälle. Nachgekauft habe ich mir auch einmal dieses Produkt hier von Balea, das Reinigungsöl. Das nutze ich immer zum Reinigen meiner Make-up-Schwämmchen. Und ich habe es mittlerweile wirklich geschafft, regelmäßig nach jeder Anwendung meine Schwämmchen zu reinigen. Und damit klappt das echt super. Ich kann es euch nur empfehlen, ein tolles Produkt. Was ich mir neu gekauft habe, was ich noch nicht kenne und wo ich mich habe auch von der lieben Nicole von Chiquitas Place habe anstecken lassen, das ist einmal das hier von Unique, ein Eau de Parfum für die Haare, ein Haarparfüm, Sunny Monoi und sie sagte in ihrem Video, das riecht einfach unfassbar schön. Seidenproteine sind hier mit drin, die sollen die Haare glätten. Und das Haar soll geschmeidig und glänzend werden. Und ja, ich würde sagen, das sprühen wir jetzt einmal, das testen wir aus. Man hat hier so einen Schieber, damit man das aufmachen kann. Okay, das weiß ich noch nicht so richtig. Ich gucke jetzt mal. Ich werde jetzt mal hier was auf meinen Pullover ein bisschen sprühen. Und es riecht wirklich gut. Oh, das riecht wirklich richtig gut. Ich kann gar nicht sagen. Es hat so ein bisschen was Orientalisches, Fruchtiges, aber auch sehr, nicht sehr, aber Süßes.
süß, fruchtig, orientalisch, irgendwie sehr interessant. Das riecht sehr lecker, würde ich fast sagen. Das werde ich gerne nutzen. Ich weiß nicht, wie oft, aber dieses Produkt hier habe ich schon tausende Male in die Kamera gehalten. Das ist von Garnier Skin Active, der Augen-Make-up-Entferner 2 in 1. Und ich finde ihn einfach super. Es ist der beste, den ich je getestet habe. Und den habe ich schon so oft aufgebraucht. Er holt alles ganz sanft runter. Auch wasserfestes Make-up. Hinterlässt keinen öligen Film. Es kriecht nichts in die Augen. Es brennt nichts. Ich kann euch den nur wärmstens empfehlen. Nachgekauft habe ich mir auch einmal noch dieses Produkt hier, auch von Garnier Skin Active, die BB Cream mit Matt-Effekt in der Farbrichtung Hell. Ich habe da sonst immer die mittlere Farbnuance gekauft, aber die ist jetzt aktuell etwas zu dunkel für die Jahreszeit für mich und deswegen einmal die Variante. Ich finde, es ist die beste BB Cream, die es überhaupt gibt in der Drogerie und das auch noch zu einem super Preis. Also auch die kann ich euch sehr empfehlen. Über dieses Produkt habe ich schon viel Gutes gehört. Es ist der Alverde Naturkosmetik-Abdeckstift. Den gibt es nur in einer Farbnuance und zwar 01 Natural. Genau, Natural. Der soll oder enthält Bio-Teebaumöl und Bio-Kamille und soll nicht nur Unreinheiten gut abdecken, sondern sie auch gleichzeitig bekämpfen und das sehr effektiv. Und darum möchte ich den einfach mal testen. Das waren alle Dinge, die ich beim DM geshoppt habe. Jetzt geht es weiter mit Sachen, die ich bei Rossmann gekauft habe. Und da starte ich jetzt nochmal mit etwas zu snacken. Und zwar habe ich hier die Katjes Sommerliebe, ja, Fruchtgummis gekauft, ohne tierische Gelatine, mit Joghurt und 6 Vitaminen. Die haben mich irgendwie angesprochen. Vielleicht auch, weil hier wieder eine Melone abgebildet ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich es auch mit Melone in den nächsten Produkten. Und ganz neu im Handel sind diese beiden Produkte hier. Zur Zahnpflege einmal Odolmed 3 Senses Refreshing mit Wassermelone, Gurke und Minze, eine Zahnpasta. Die hat mich sehr angesprochen. Nachdem ich neulich mal zum ersten Mal eine Zahnpasta verwendet hatte mit Grapefruit, die mir irgendwie sehr gefallen hat, dachte ich, auch die will ich gerne testen, vor allem wahrscheinlich auch wegen der Wassermelone. Ich werde berichten, wie ich sie finde. Und auch die hier kenne ich noch nicht. Zahnseide mit Aktivkohle und Xylit, mit Wassermelone und Minze, wohl bekannt aus Die Höhle der Löwen. Ich habe die Serie jetzt schon eine Weile nicht mehr geguckt, aber auch die möchte ich gerne einfach mal austesten. Ich glaube, ganz neu ist das kommende Produkt nicht im Handel, aber ich habe es bisher noch nicht wahrgenommen gehabt. Aber es sprach mich sehr an. Und zwar einmal das hier. Das ist so ein ganz unscheinbares Töpfchen. Es sieht aber irgendwie ganz nett aus vom Etikett her. Und das ist von Puremetics 3-in-1 Duschfluff. Blütenmeer ist hier die Duftrichtung. Mit dem Duft bezaubernder Blütenmeere Duschgel, Bodylotion und Peeling in einem, 100% vegan und plastikfrei. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich peele meinen Körper zweimal die Woche. Und wenn man davor ab sich den Schritt mit dem Duschgel und hinterher den Schritt mit der Bodylotion sparen kann, klingt es doch auch ganz interessant. Und darum wollte ich das einfach testen. Das wäre jetzt kein Produkt, was ich täglich hernehmen würde, aber halt so zweimal die Woche, wenn ich sowieso meinen Körper peele. Und das sieht ja total irre aus. Wirklich wie so einen Fluff. Man sieht auch die Peelingkörnchen. Es ist härter als gedacht. Es riecht seifig. Es riecht schon seifig. Ich hätte es mir jetzt etwas blumiger erwartet. Die Peelingkörnchen sind relativ grob. Das mag ich bei einem Körperpeeling. Doch, wenn man das so ein bisschen verteilt, nimmt sich das Seifige etwas zurück und der etwas blumigere Duft kommt durch. Ja, werde ich testen. Ich werde berichten. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ein paar Masken duften natürlich auch wieder mit und noch relativ neu von Isana
gibt es im Handel die Blütenwunder-Tuchmasken, die mich jetzt auch sehr ansprechen für diese Jahreszeit. Eine limitierte Edition ist das für intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron- und Lotusextrakt. Und das Packaging ist doch einfach wunderschön, oder? Also ich mag es sehr und werde die gerne ausprobieren. Dann habe ich noch zwei Sheetmasken mitgenommen von einer Marke bei Rossmann, die ich sehr liebe. Einer meiner Lieblingsmarken, was Sheetmasken betrifft. Und das ist The Beauty Mask Company. Und da habe ich mir hier auch Wassermelonen des Größten, eine mit Wassermelone und Aloe Vera mitgenommen. Die soll beruhigen und entspannen. Und einmal die hier, die habe ich noch nicht getestet, mit Apfel und grünem Tee. Die soll entgiften für strapazierte Haut und die möchte ich einfach mal ausprobieren. Ebenfalls nachgekauft habe ich mir gleich vier Stück hier von Garnier Skin Active, die Hydra Bomb Augentuchmasken. Das sind die mit der Superheldenform. Ich liebe sie, ich finde sie von der Passform perfekt und kann sie euch auch nur empfehlen. Die sind mit Kokoswasser und Hyaluronsäure, sollen feine Linien glätten und geschwollene Augen mildern. Und das kann ich auch so bestätigen. Ebenfalls noch relativ neu im Handel ist einmal dieses Fläschchen hier von Catrice. Das Catrice Balance Hydro Spray mit 3% Rosenwasser für sensible Haut und 75 ml sind hier drin. Das Packaging gefällt mir sehr und passt auch gut zu diesem Produkt, finde ich. Es hat mich einfach sehr angesprochen. Ich mag solche Sprays zwischendurch gerne mal auftragen, gerade wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme. Hier steht drauf, dass es beruhigen soll und Feuchtigkeit spenden soll. Man kann es als Primer und auch als Pflegespray anwenden und hier ist sogar auch Wassermelonenextrakt drin. Wassermelone verfolgt uns in diesem Video, oder? Dann war ich noch auf der Suche nach einem Bronzerpinsel. Ich habe welche da, aber ich wollte gern nochmal einfach einen zusätzlichen haben und bin dann auf diesen hier gestoßen von Luvia, der Prime Blush Pinsel E214. Ich hole den hier mal raus. Hier steht zwar Blush drauf, aber auf der Rückseite steht, dass der auch für Rouge, Highlighter und Bronzer geeignet sein soll. Und von der Form her hat er mich halt einfach angesprochen. Ich zeige ihn euch. Ich finde ihn sehr hübsch. Er ist vegan mit Nuri-Haaren und ja, dieses Roségold hier gefällt mir sehr gut. Und er fühlt sich gut an. Er ist ein bisschen schmaler gebunden und ist hier so etwas abgerundet. Und ja, ich glaube, den kann ich gut hernehmen für Bronzer, den werde ich dafür austesten. Und falls er mir da doch nichts taugt für Bronzer, dann werde ich den als Rougepinsel probieren oder was auch immer. Aber der macht einen guten Eindruck, ich freue mich drauf, den zu nutzen. Neu entdeckt habe ich dann noch dieses Produkt hier von Luvia Care, ein Under Eye Brightener S300. Ich zeige euch den mal und ich fand ihn ganz spannend. Der soll perfekt geeignet sein, um sich zum Beispiel Augenpflegeprodukte, also zum Beispiel Augenserum, gut einzuarbeiten im unteren Bereich als auch auf den Augenlidern. Und ja, das sieht echt cool aus. Das ist er einmal und er hat hier oben eine Kugel und das ist wohl Quarz, Rosenquarz. Die bewegt sich hier auch und ich glaube, ja, die hat einen echt kühlenden Effekt, sie ist schön kalt. Ich glaube, das ist echt gut für den Morgen, wenn man so geschwollene Augen hat und darunter leide ich sehr. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sind meine Augenpartien mega doll geschwollen und darum habe ich mich dafür entschieden, den einfach mal zu testen und dann werde ich damit einfach mal mein Augenserum morgens einarbeiten und mal gucken, wie mir das gefällt. Rival de Loop Young gibt es ja nicht mehr, dafür Rival Loves Me und irgendwie hat mich das ganze Thema ein bisschen interessiert. Was haben die dann vielleicht für Neuheiten, für neue Produkte? Was ähnelt sich vielleicht auch dem Sortiment von der alten Markenbezeichnung, sag ich mal? Und ich habe jetzt einfach mal im Rossmann gestöbert und mir die einzelnen Dinge genauer betrachtet und angesehen und habe dann auch ordentlich zugeschlagen. Ich muss sagen, die Preise sind mega, mega günstig von der Marke und ich glaube, man kann da nicht viel falsch machen, wenn man sich einfach mal so ein bisschen durchprobieren möchte. Und deswegen habe ich da jetzt auch einfach zugegriffen und ein paar Dinge mitgenommen. Und
Das erste, wo ich jetzt einfach mal mit starte, was ich total hübsch fand, das ist das hier. Das sind die Illuminating Drops und ich finde, die sehen einfach sehr, sehr hübsch aus. Ich habe sie auch zweimal gekauft. Ich verrate später auch warum. Ich werde jetzt einfach mal hier das eine Fläschchen aufmachen und dann zeige ich euch das mal genauer. Also man hat jetzt hier eine etwas dickflüssige Flüssigkeit, die so einen Pearlschein hat. Das sieht sehr hübsch aus. Und dieses Produkt kann man sich wohl in die Tagespflege, ins Make-up mischen oder unter das Make-up auftragen. Und das hat einen wirklich krassen Schimmer, also sehr krass. Da muss ich mal gucken, ob mir das dann nicht vielleicht zu viel ist. Oder ich nehme wirklich nur einen Tropfen fürs ganze Gesicht. Also das macht einen ordentlichen Glow. Grundsätzlich gefällt mir das. Ich muss dann mal gucken, ob es mir nicht zu viel ist. Sonst mische ich mir das vielleicht irgendwie nur rein ins Make-up. Ich muss es ausprobieren. Auf alle Fälle spricht mich das sehr an und ich zeige euch jetzt noch die anderen Produkte. Und zwar hat mich ein Rougepuder sehr, sehr angesprochen. Und das ist dieses hier, auch zweimal gekauft. Das ist die 06 Vintage Rose. Und das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und das werde ich jetzt swatchen. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich habe es nämlich im Laden und auch jetzt hier zu Hause noch nicht geswatcht. Und das fühlt sich ganz cremig an. Sehr schön. Und auch hier dieser Aufdruck, das Herz ist natürlich bezaubernd. Hier haben wir es einmal auf dem Finger, ein wirklich schöner Vintage-Ton. Also die Bezeichnung passt sehr gut. Und hier ist es jetzt einmal geswatcht, eine Schicht. Ich werde mal versuchen, es noch ein bisschen aufzubauen. Mal gucken, ob die Farbe noch etwas kräftiger rauskommt. Ja, also ich glaube, man kann es gut erkennen. Ich glaube, das ist ein Ton, der passt sehr gut zu mir. Ne, gerade wenn ich jetzt auch meinen heutigen Pullover betrachte, gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich noch zwei hiervon mitgenommen. Das ist der Tropical Bronzer und da hat die liebe Claudi von Claudis Welt von geschwärmt. Ja, das Packaging erinnert natürlich ganz klar an eine bestimmte Marke. Ich finde es ein bisschen globig, muss ich gestehen. Und hier ist auch ein kleiner Pinsel drin, den werde ich sehr wahrscheinlich nicht verwenden. Und das ist jetzt einmal der Bronzer. Das war die Farbe, wie heißt die Farbe gleich? Waikiki 01, das ist der hellere. Es gibt noch einen etwas dunkleren, ich habe aber vergessen, wie der heißt. Also ich habe mich hier für den helleren entschieden. Und ja, auch der fühlt sich ganz gut an. Sieht so einmal auf dem Finger aus. Und ich glaube, den swatche ich jetzt hier mal im Innenarm. Okay. Ja, doch, ich glaube, den werde ich gut verwenden können. Auch der wird getestet. Mir fällt gerade extrem auf, wie wassermelonenverrückt ich eigentlich bin oder generell so melonenfreaky. Die habe ich noch gekauft. Das sind Lip Liner in der Farbbezeichnung 03 Fresh Melon. Ein schöner rosa Ton und den swatchen wir auch einmal. Er ist ein bisschen härter, nicht ganz so sanft, wie ich es von anderen Marken kenne, aber es ist ein schöner Farbton. Ich muss mal gucken, wie der sich dann auf den Lippen auftragen lässt. Aber so die Farbe gefällt mir gut. Es ist so eine ganz normale Stiftform. Und passend dazu habe ich natürlich auch noch einen Lippenstift gekauft. Auch zweimal. Und der hat die gleiche Farbbezeichnung, Fresh Melon. Und den swatche ich jetzt einfach mal direkt daneben. Oh, das sieht sehr hübsch aus. Hier hat man auch so ein Herz mit eingeprägt. Echt niedlich. Den gefällt mir gut. Er riecht so ein bisschen süßlich, aber auch so ein bisschen typisch nach Lippenstift. Der ist schon sehr pinky, hat aber so einen schönen Schimmer mit drin. Also ich glaube, für den Frühling ist der jetzt einfach perfekt. Revive Loves Me hat auch ganz viele Lidschattenpaletten im Sortiment und die variieren von den Farbzusammenstellungen sehr. Ich wollte jetzt speziell mir eine auspicken, die fürs Frühjahr geeignet ist. Und da gibt es eine, die nennt sich Candy Pastels. Und die habe ich mir jetzt einmal ausgesucht. Die hat so ganz softe, sanfte Farben.
Und die schauen wir uns auch gerne genauer einmal an, wenn ich sie hier aus der Verpackung herausbekomme. Also das Packaging, muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr gut. Das spricht mich an. Das ist hier wie so marmoriert, sehr hübsch. Und die Farben fand ich auch einfach wunderschön. Es sind alles Pastelltöne. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl bei dieser Palette, dass sie wie so zweigeteilt ist. Hier in dieser Hälfte haben wir so eine Grüntöne und so eine Taub fliederfarbenen Töne und hier in dieser Hälfte haben wir eher so Rosé-Beige-Töne drin. Generell alles sehr, sehr alltagstauglich und ich finde es sehr schön. Und was mir auch auffällt, ist, dass alle diese Farben hier sich quasi hier in diesem Muster auch irgendwie widerspiegeln. Hier sind matte Farben drin, schimmernde natürlich. Und wir werden jetzt einfach mal was swatchen. Mich sprechen diese zwei hier sehr an, darum werde ich jetzt einfach mal den hier nehmen, diesen Mintgrünton und dann vielleicht einmal diesen Rollercoaster hier unten. Auch die Rosé-Töne sind natürlich sehr schön, da werde ich einmal Just Candy hier nehmen und dann werden wir mal noch Cookie nehmen, das ist so ein schöner, softer Braun-Beige-Ton und dann haben wir hier die vier. Vielleicht mag diese Palette für den einen oder anderen etwas langweilig wirken, was die Farben betrifft. Aber ich glaube, so für den Alltag sind sie vielleicht gar nicht schlecht. Sie sind sehr soft. Wobei ich sagen muss, dass diese beiden hier mich doch positiv überraschen von der Pigmentierung. Hier muss ich sagen, dieser Braunton, ich werde ihn mal noch versuchen aufzubauen. Der ist mir vielleicht doch auch eine Spur zu soft, wo es geht. Man kann ihn aufbauen. Auch dieser Rosaton ist jetzt noch nicht so wirklich präsent. Ja, aber ich glaube, so preis-leistungstechnisch kann man da echt nichts sagen. Und das sind halt nun mal Pastelltöne. Also ich glaube, man darf da jetzt natürlich auch nicht erwarten, dass diese Palette knallt. Aber ich glaube, so für einen ganz schnellen Augenlook, für den Alltag ist es wirklich eine tolle Farbzusammenstellung, die ich gerne testen werde und nutzen werde. Und ja, damit sind das auch alle Produkte, die ich von dieser Marke gekauft habe. Es gibt noch eine weitere Lidschattenpalette, die ich mir neu geholt habe, die mich auch sehr angesprochen hat, nämlich die hier von Catrice. Die Pro Slim Eyeshadow Palette Neon Earth. Und das ist nach meinem Empfinden auch eine Alltagspalette. Sie sieht sehr hübsch aus, hat einen Spiegel im Deckel, einen kleinen, was die von Rival Loves Me nicht hat. Aber sie ist wirklich irgendwie auch was Besonderes, gerade auch wegen dieser zwei Töne hier. Ich mache die Folie jetzt mit Absicht nicht ab. Denn vorrangig habe ich diese Palette gekauft, um sie irgendwann mal in eine Verlosung vielleicht zu packen. Ich weiß noch nicht wann. Irgendwie spricht mich die Palette aber auch sehr an. Also ich weiß noch nicht, ob ich sie vielleicht dann doch auch selbst nutze und teste. Ich werde mir das überlegen. In jedem Fall wird es aber in diesem Video eine Verlosung geben und ich zeige euch, was es zu gewinnen gibt. Nein, ich zeige euch noch nicht, was es zu gewinnen gibt, denn ich habe noch ein Produkt vergessen tatsächlich, auch von Rival Loves Me. Und zwar habe ich mir hier die Kajalpen Stifte gekauft in der Farbe 05 Grey. Ich habe mich bewusst gegen Schwarz entschieden, weil Schwarz habe ich doch öfter auch mal so in Boxen und so, aber so einen Grauton nicht. Und den werde ich euch auch einmal swatchen. Oh, der ist relativ soft. Lässt sich schön auftragen, ist schön deckend und das ist ein schöner Grauton. Ja, ich freue mich drüber. Und jetzt zeige ich euch aber gerne, was ihr gewinnen könnt. Und zwar habe ich hier einmal dieses Päckchen. Das werde ich dann noch ein bisschen ausstopfen, damit da nichts kaputt geht. Und hier habt ihr quasi die ganzen Rival Love Me Produkte drin, die ich doppelt gekauft habe. Einmal die pastellige Lidschattenpalette, einmal der Bronzer, der Lip Liner, der graue Kajalstift. Diese tollen Illuminating Drops, den Lippenstift natürlich auch und auch das schöne Rouge.
Das ist in der Verlosungskiste. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals. Das müsste auch sichtbar sein. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag RivaLovesMe. Dann weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Und ich freue mich, wenn ich euch so eine Freude machen kann. Ich finde die Produkte wirklich sehr schön. Es ist ein mega krass gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und das kann man sich durchaus einfach mal genauer anschauen. Vielleicht werde ich auch die Produkte mal in meinem nächsten Style & Talk verwenden. Schreibt mir das gerne mal, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ja, dann darf ich euch ganz viel Glück für die Verlosung wünschen. Mich herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Liebe, eure Nicole.